wir machen heute Sightseeing. Ey, richtig cool. Wir sind die Einzigen hier. Das ist auch sonst. Es ist einfach keiner da. Noch nicht mal die Einheimischen sind da. Och, und Leute, die Reisterrasse hier in Jatiluwi. Ist ja auch echt einfach schön, ne? So, das letzte Mal hier waren vor 2 Jahren oder so. Da war hier alles nur Dreck. Und jetzt haben sie hier voll die schönen Treppen gebaut. Wer weiß, vielleicht ist das Eintrittsgeld, was du hier unten immer bezahlen musst, ja doch irgendwo für gut. Aber komm, jetzt haben sie da unten schon eine neue hingebaut. Früher musste man erst da hinten bei der. Wenn man unten über die Brücke gegangen ist, musste man bei der zahlen, wenn man dann weitergehen wollte. Jetzt haben sie hier auch eine Hütte hingebaut. Und dann da oben kommt noch eine, sodass du irgendwie innerhalb von diesem Reisfeld 6-mal zur Kasse gebeten wirst. Aber hier ist einfach noch keiner, ja. Annika hat vollkommen recht. Hier ist einfach noch gar keiner. Deswegen können wir heute einfach mal so hinlaufen. Ich glaube, wir lassen eine kleine Spender da. Stecken wir den irgendwo dazwischen. Habe ich eben eigentlich Jatiluwi gesagt? Ich meine natürlich Tegalalang. Tegalalang. Mann, die nördlich von U-Boot auf jeden Fall. Ach, guck mal, hier ist jetzt ein Restaurant. Interessant. Wir sind heute extra früh aufgestanden. So früh würden wir niemals freiwillig aufstehen, damit wir zum Sonnenaufgang in den Reisterrassen sind. Und wir haben noch so ein paar andere Dinge, die wir uns heute angucken wollen. Allerdings waren trotzdem eigentlich ein bisschen zu spät. Wir sind um 6 aufgestanden, aber um 6:10 ist schon Sonnenaufgang. Aber ich glaube, das Licht ist schon doch noch ziemlich geil. So zum Fotos machen und Videos machen ist eigentlich genau richtig. Uns ist kalt hier oben, Leute. Ne? Obwohl Bali kannst du Tag und Nacht T-Shirt tragen und kurze Hose, aber auf dem Roller hier hochzufahren in die Berge, weil ich sag mal, Tegalalang ist ja schon quasi Berg, also es war richtig kalt. Was macht Annika da wieder? Nur Schabernack. Machst du noch kaputt? Oh. Nein, Annika, nicht nochmal. Guck mal, Annika, my milkshake brings all the boys to the yard. Ich will auch einen Milkshake. Es gibt bestimmt noch schönere. Auf Bali gibt es so viele Millionen Reisfelder. Da sind bestimmt noch viel, viel krassere dabei. Aber das hier ist leicht zugänglich, gut erschlossen. Man ist schnell da und wir sind schon fertig damit. Und deswegen geht es jetzt weiter zur nächsten Sehenswürdigkeit, nämlich ein Wasserfall. Sind auch noch eingesperrt worden hier. Oh, die Stufen sind einfach viel zu hoch. Oh. Hallo. Ich glaube, der Weg hier hin und dieser Abstieg mit den übertrieben hohen Stufen und dem sehr rutschigen Boden hat sich gelohnt oder wird sich gelohnt haben, wenn ich dann halt unten ankomme. Weil wir sind jetzt bei einem Wasserfall. Ihr wisst ja, wir sind große Fans von Wasserfällen. Und das ist aber ein ganz besonderer Wasserfall, weil der in so einer Art Höhlenschlucht ist und richtig, richtig geil aussieht. Also hoffentlich.
mal schauen, ob ich ein cooles Foto gemacht bekomme. Und Annika sagt schon, er sieht mega aus, sie hat ihn schon gesehen. Man muss aber erstmal so ein bisschen klettern. Okay, jetzt. Pass auf, das ist der Wasserfall. Das ist ja, muss ich schon sagen, einer der coolsten Wasserfälle, die wir bisher gesehen haben. Und wir haben ja schon einige gesehen. Aber der hat echt was. Der ist richtig genial. Der ist nicht so groß, aber vom Schönheitsfaktor unter den Top 5 auf jeden Fall. Also für die Kameras ist der Wasserfall hier nicht ganz so geil, weil es tropft von überall runter und meine ganze Kamera ist nass und die Linse vorne ist glitschnass. Und ich wette, die Hälfte der Fotos sind nichts geworden, weil die Kamera nicht mehr es schafft, scharf zu stellen, wegen den ganzen kleinen Wassertropfen vorne auf der Linse. Naja. Hui, da oben kommt richtig die Sonne raus. Und jetzt heißt es, den Rückweg antreten. Und das wird echt spannend, weil, zeige ich euch. Das ist eine richtige Regenhöhle. Hier tropft es einfach von überall her. Aber wie schön das aussieht. Wie hat das Wasser das geschafft, sich hier so eine Schlucht zu fressen? Schaut mal, hier ist so ein Bewässerungskanal. Und dessen Ende habe ich schon hinten gesehen, als wir hier hingekommen sind. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach durch den Kanal zurück und sparen uns die ganze Kletterei da hinten rüber. Schaut mal, hier kann man regeln, wie viel Wasser runter zum Wasserfall abgeht und wie viel hier für, keine Ahnung, Bewässerung vom Reisfeld benutzt werden kann. Das ist aber tief hier. Ja, von da sind wir gekommen, da konnte man noch im Wasser laufen. Hier geht das jetzt nicht mehr. Hier ist schon so bauchtief. Besser nicht ausrutschen. So, und jetzt erstmal Frühstück. Wisst ihr eigentlich, dass es auf Bali momentan einen aktiven Vulkan gibt, den Mount Agung oder so heißt der? Und ich zeige euch jetzt mal, wo der ist. Wir haben uns dazu entschlossen, dieses Video in zwei Teile aufzuteilen. Der zweite Teil kommt dann in einer halben Woche. Und hier habe ich euch noch Blog und unseren Kanal verlinkt. Und hier findet ihr Videos. Tschüss. Tschüss.